Hallo. Habt ihr das gehört? Ein Truthahn. Wo ist hier ein Truthahn? Ja. Ah, das wird anstrengend. Aber bestimmt ganz lustig. Freunde, willkommen an meiner alten Schule. Und hey ho, ich bin Ann Kotogo und mein Name ist Demo und willkommen zum nächsten Vlog. Ja, tatsächlich ohne Eule und ich nehme euch einfach mal direkt schon mal mit. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hier ist ja hügeliges Gelände und wir gehen einfach schon mal los. Ja, warum bin ich hier alleine, Freunde? Wo ist Eule? Eule liegt vermutlich noch schön in ihrer Katzenhöhle und entspannt sich. Oh, gerader Boden. Wunderbar. Und ja, ihr seht mich hier gerade ganz früh rumlaufen. Es sollte 7.15 Uhr oder so sein. Und ich mache einen Fast Food Walk. Das ist jetzt nämlich mein Sound. Den habe ich ein bisschen geübt und naja. Wo sind wir hier? Startpunkt wollte ich eigentlich von zu Hause aus machen, aber mir wurde gesagt, es ist nicht so ratsam, euch schlingeln zu sagen, wo genau meine Haupthöhle ist. Und deswegen starten wir von hier aus, denn dort im Hintergrund seht ihr gerade meine alte Schule und die ist wie bei den meisten Leuten nicht so weit von meinem Zuhause entfernt. Und Alter, das wird jetzt schon anstrengend. Wir gehen quasi von hier, von der Schule aus, bis zum Dom. Vermutlich werde ich jetzt hier irgendwo eine Karte einblenden und euch zeigen, wie weit das ist. 6, irgendwas Kilometer oder 7 oder 8. Na, wer weiß schon. Aber ich habe Bock darauf. Ich wollte das schon immer mal machen. Und ihr wisst, während früher die ganzen Conventions stattgefunden haben, wann hat man da schon mal Zeit für gefunden? Ne? Ich weiß noch nicht genau, was gibt es noch zu sagen. Ah ja, stimmt. Das Wetter ist perfekt, denn es hat tatsächlich vor ein paar Tagen geschneit. Glaubt ihr es, Freunde? Schnee, Gartenlabor, Schlagbaumsweg. Wisst ihr, was mich daran sehr freut? Oh, Stadtgarten. Hier kann man was anpflanzen. Pflanzen sind immer eine gute Sache. Pflanzt so viel ihr könnt, das ist gut für die Natur. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Meine Mutter hat die meiste Sorge darum, dass ich irgendwie stolpere. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Und wenn doch, habt ihr einen schönen Blooper. Ja. Warum bin ich so früh morgens unterwegs? Das Ganze hat einen relativ einfachen Grund. Erstens, es ist kalt. Zweitens, weniger Menschen. Drittens, ich komme vor der Mittagshitze vermutlich an. Hoffentlich an. Ich weiß gar nicht, ob die Autofahrer uns da unten erkennen. Hallo, tut tut. Die sehen uns leider nicht. Schade. Aber naja. Hallo. Dankeschön. Ach, wisst ihr, Leute, ich liebe irgendwie so metallerne Sachen. Ich habe irgendwie einen richtigen Muttern-Sammeldrang. Ich würde sie so gerne abschrauben, aber leider geht das nicht. Ich habe keine Ahnung wie. Das ist ein bisschen schade. Hallo! Das ist ein bisschen schade, aber sie müssen ja eh hier bleiben, damit diese Brücke hier ganz bleibt. Naja. Immer wieder ein bisschen knapp mit den Autos, das ist schon schwierig. Aber guck mal hier, Freunde, Bambus. Ich mag Bambus. Ich würde gerne eine mitnehmen, aber ich lasse die Pflanzen lieber wachsen, als sie zu pflücken. Und jetzt nochmal schnell rüber. Na. Ja.
eine Haltestelle haben wir schon hinter uns gelassen. Da vorne liegt schon die zweite. Und dann sind wir auch ruckizucki gleich in der Innenstadt. Denn Köln ist tatsächlich richtig, richtig klein. Köln ist gar nicht so groß, wie man denkt. Und 7,1 Kilometer sind in anderen Städten gar nichts. Aber in Köln hat man schon fast einmal die Hälfte der Stadt gesehen. Wirklich, wirklich lustig. Ich genieße es gerade, denn auf diesem Feld hier sind immer die wunderschönsten Sonnenaufgänge. Nur leider ist gerade kein einziger Aufgang, denn es ist bewölkt. Denn es hat die letzten Tage geschneit und gar nicht wenig. Nein, nein, nein. Richtig viel. Und da fährt wieder eine Bahn an mir vorbei und sie winken mal. Mal gucken, ob jemand zurückwinkt. Hallo. Oh, sie winken. Hallo. Ich feiere es, wie skeptisch viele gucken. Alle noch nicht richtig wach, Schlafmützen. Ja, ein paar Radfahrer gesehen. Von einer Frau auch ein Kompliment gekriegt. Macht mich ja immer ein bisschen verlegen. Oh, jetzt gerade, wo wir hier auch sind, wir werden nachher zu einer richtig schönen Graffiti-Stelle kommen, wo wir hoffentlich auch ein paar schöne Bilder machen können. Die Luft ist so schön klar, so angenehm, es ist so schön kalt. Oh, habt ihr es gehört? Ein Truthahn. Wo ist hier ein Truthahn? Drängelgitter, ganz geschickt. Drumherum. Und da vorne ist schon ein Kind und gewisse andere Leute, die ein bisschen gucken. Ich liebe es auch, dass hier so viele Parkanlagen sind und sie hier auch ein bisschen mit Renaturierung angefangen haben. Kann ich euch gleich zeigen. Ja, da hinten wird es ein bisschen voller. Wir nähern uns jetzt nämlich der Vorstadt. Seht ihr? Hier. Der Bach. Früher war das Kerzen gerade, jetzt ist es wieder schön mäandrierend, das heißt so schlangenförmig. Ich finde es sehr schön. Jetzt gibt es den ersten Härtetest fürs Mikrofon, denn hier ist eine Baustelle. Ups. Ich hoffe, der Kamerawinkel ist gut. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ich höre es hier. Ja. Ja, ja, es werden wir, Leute. Hallo. Und die nächste Haltestelle geschafft. Liegen noch 8 vor uns, circa schätzungsweise. Vermutlich. Ich weiß es nicht. Erste Pause. Ich komme. Okay, Leute, wir sind bei der dritten Haltestelle, Buchheim-Herler Straße. Und hier beginnt jetzt auch der Bereich mit Hochhäusern und mehr Leuten. Aber leider Gottes ist das hier auch ein etwas schwieriger Bereich für mich, weshalb ich tatsächlich hier jetzt erstmal eine kurze Pause machen werde. Ein bisschen alles durchlüften lasse, was trinke, was esse. Und dann geht es weiter in die zweite Etappe, wo wir schon noch deutlich mehr Menschen treffen werden. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und wichtig ist auch, hier gibt es halt Schild. Hey, mach nicht so viel Krach, du da hinten. Müllabfuhr, Glasmüllabfuhr. Ah, da ist es. Köln Zentrum. Noch 5,9 Kilometer. Ein Klacks. Und da vorne sind ein paar Sitzbänke und Blütenbäume. Ich möchte mich einfach nur setzen, weil ich ein untrainierter Fluch bin. Ich bin mittlerweile träger geworden durch die ganze Corona-Sache. Früher konnte ich 10 Kilometer ohne größere Beschwerden rennen und jetzt sieh mich an. Ich bin alt geworden, alt und träge, aber noch 5,9 Kilometer. Das heißt, wir haben 1 Kilometer geschafft. Yay, einen. Ich vermisse meine Krallen, aber die zweiten Handpods sind auf dem...